Falls Sie Ihre Punktwolke in Agicad importieren möchten, sollten Sie diese im Register entsprechend dafür ausgeben. Wir wählen hier im Idealfall E57 als eine Datei und aktivieren dann zusätzlich unter den Exportoptionen. Also ich speichere die jetzt hier einfach mal in meinen Download-Ordner und gehe dann unter den Exportoptionen und kann hier dann unstrukturierte Punktwolke auswählen. Also hier kann man das Ganze, ich würde hier die obere Option wählen, um die Daten zu reduzieren. Bestätigen Sie das Ganze dann mit OK und dann gibt es weiter unten noch die Möglichkeit, die Punktwolke zu reduzieren oder zu dezimieren. Wenn Sie da drauf gehen, dann können Sie hier die Gesamtpunktwolke im Mittelwert reduzieren und dazu wählt man einfach den Punktabstand. Das heißt, Sie können hier auf Millimeter gehen. Und dann könnte man beispielsweise sagen, dass die minimale Punktdichte 5 mm beträgt. Also alles, was dichter ist als 5 mm, wird dann reduziert. Und dann können Sie einfach über Publizieren die Punktwolke ausgeben. Probieren Sie hier einfach auch mal die anderen Optionen aus.